just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Was wollte ich jetzt noch? Ach, Bücher brauchte ich ohne Ende. Genau, Bücher brauche ich. Für Bücher brauche ich Papier. Wir haben auch schon ewig nicht mehr die Felder abgeerntet, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen im Laufe der Zeit aus der Mode geraten. Felder abzuernten. Ich überlege gerade, wie das Easy Crafting Rezept... Mann. Wie das Easy Crafting Rezept für Bücher war. Habe ich da Wolle außenrum gelegt oder was war das? Kommt mal her. Ich überlege gerade, was ich da außenrum gelegt hatte. Das Easy... Ja, Minecraft habe ich durchgespielt, den Enderdrachen haben wir mit Folge 500 gemacht. Wieso die Frage? Stirb. Stirb. Ist hier schon Bett drinne? Da ist schon Bett drinne, können wir hier gleich mal schlafen gehen, ganz kurz. Es ist ein Monster in der Nähe, natürlich. Natürlich sind Monster in der Nähe. So. Ich brauche jetzt noch unbedingt... achso, kann ich das Eisen hier reinlegen? Das brauche ich nämlich nicht. Was brauchte ich denn jetzt noch? Einmal gucken, wie easy Crafting Rezepte gehen, genau. Oder habe ich noch genug Leder? Glaube ich weniger jetzt. Ne? Obwohl, geht eigentlich. Es geht eigentlich, wir haben eine ganze Menge Leder. Dann lege ich das Papier mal hier hinter. Im Moment, Bücher waren oben. Oben. Was machst du jetzt? Was ich jetzt mache, ich baue eine größere Weizenfarm. Tut mir leid, da ist gerade draußen ein Auto vorbei. Ich muss das Fenster aber aufhören, sonst ersticke ich hier drin. Ich baue eine größere Weizenfarm und tue nebenbei weiter Bücher enchanten, verzaubern. Mit den Leveln, die wir haben. Ja. Komische Spinner. Skelett ist so nervig. So. Dann gehen wir mal schnell zu unserer Falle zurück. Zu unserer Farm zurück. Es juckt mich auch noch alles Terraform, ey. Boah, das wird so nervig. Und die Mauer muss man noch fertigstellen mit Folge 1000, dann das wird auch nochmal interessant. Ah, das kriegen wir alles schon hin, irgendwie. Da kommt gerade die Sonne über den Berg drüber. Sehr schön, wieder ein Herzfragment. Wie viel Herz haben wir denn? Wir haben wieder 2 Herzfragmente, noch 7, dann haben wir können wir unser nächstes Herzchen essen. Auch nicht schlecht. Immer noch nichts zu essen dabei. Ich
Schön über ganze die Schweine hier. So. 5 Steaks, Alter. Plünderung 3, 5 Steaks rausbekommen. 9 Steaks, okay. Da reichen 3 Schweine ja aus sogar. 12 Steaks mit 3 Schweinen. Geil. Geil. Hast du den River besiegt? Den River haben wir mit Folge 800 gemacht, glaube ich. War das Folge 800? Ich glaube schon. Wir wollten aber nochmal 9 machen, also den, wir wollten 2 machen, weil wir ja 2 Pyramiden haben. Mit Folge, keine Ahnung, 1100 oder so können wir nochmal einen River machen. Oder war es Folge 900, wo ich einen River gemacht habe? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war Folge 800, bin mir nicht ganz sicher. Kann man eigentlich auch Schwarzpulver zum... Nee, kann man nicht. Wäre jetzt wieder der logische Schluss für mich gewesen, aber... Nö. Gut. Dann stelle ich mal ganz kurz das hier her. Bevor wir Bücher enchanten, will ich aber... Wie kommst du denn hier rein? Aber... Bevor wir Bücher enchanten, will ich aber ganz kurz das Feld zu Ende bauen. Wenigstens eins. Dann kann es nämlich schon mal einfach wachsen. Wäre mir doch ein sehr großes Pläsier. Und das muss ich auch noch alles dicht machen hier, weil ich habe keinen Bock hier jedes Mal irgendwo reinzurennen, wenn ich hier zum Feldhändler mache. Mich dreimal fast umzubringen dabei. Weizen, 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 das muss ich jetzt machen. Da. Ich muss die Randsteine, glaube ich, auf halb hoch machen, sonst muss ich mich immer so seltsam bewegen dabei. Aber das ist, glaube ich, das kleinere Übel gerade. Das kann man durchaus verkraften. Ich hoffe eher, dass die Weizen reichen. Oder das Weizen. Das Weizen reicht. Das ist, glaube ich, die bessere Aussage dafür. So, Texture Pack. Oh. Das Texture Pack, mein lieber Freund, ist das alte Honeyball Texture Pack. Gemischt mit einem anderen. Und als Zweitauflage kann ich dir gleich mal zeigen. Ich bin ein sehr großer Freund vom Honeyball Texturenpack. Leider ist die Honeyball, die macht ja keine mehr. Sie hat zumindest seit Ewigkeit erst angekündigt und hat es nicht rausgehauen. Von daher bleibe ich leider beim Alten und ich war mal eine ganze Zeit lang auf dem, ich glaube Sparks heißt das, Texturpack, aber mittlerweile bin ich da auch wieder runter. Ich denke, das klingt wie so eine Droge, aber mittlerweile bin ich ja wieder runter, ey, boah, das war so hardcore, ey, boah, der Burner. So. Da ist noch eins. Es... Oh nein. Es reicht wirklich nicht. Es reicht nicht. Lol, okay. Das ist ein ganz schön großes Feld. Und es ist nur eins, daneben ist ja noch eins. Es wird interessant auf jeden Fall. Frank! Hallöchen, Crab! Oder Wolke! Oder Ruben! Komm doch einfach mal in den TS rein, du kleiner Schlumpf, du!
Dann könnte man miteinander reden. Wenigstens mal jetzt Mod im Chat, da denken sie, da sehen die Leute einfach, oh Junge, jetzt musst du Respekt haben, ey, da ist Mod im Chat, ey, du wirst Bescheid. So. Ich hau jetzt meine ganzen Stuff hier rein. Und dann verzaubern wir mal. Bücher brauche ich, genau. Wollen wir was herauskriegen? Entnehmen. So. Bann. Effizienz. Achso, mein Lapis reicht nicht mehr. User joined your channel. Wasseraffinität. Hallo Wolke. Hallo. Ich hab deinen richtigen Namen der Welt verraten. Ja. Das ist in unseren Let's Plays nicht auch. Ja, mehr. Tausendmal. Haben wir noch nie gemacht. Keiner weiß, dass ich Frank heiße. Das darf auch auf keinen Fall niemand erfahren. Sonst kriege ich bestimmt Morddrohungen oder so, weil ich Kinder verdumme. Ja. So. Weißt du, mit Smite geht gut los, ne? Dachte ich mir gerade so, Okay, zockst du mal eine Runde Smite. Ja. Server sind offline. Und irgendwie in der Erklärung stand, dass wir von um 3 bis um 4 in der Nacht was machen wollten, aber es ist 11.16 Uhr morgens. Ja, du musst mal von dem Land ausgehen, wie das macht. Übrigens, was ich gerade wundere, warum ich meine Level schnell nicht zurückkriege. Dieser Level-Mod hat den Vorteil, sobald man über 30 Level hat, resettet sich das Level immer wieder, wenn man es da rein tut, dann kann man das wieder zurück tun. Das heißt, man kann unendlich viel verzaubern eigentlich, wenn man es in gewissen, mit gewissen, wie nennt sich das? Wenn man ein gewisses Maß an... Cheats. Cheats. Wenn man ein gewisses Maß an Zeit hat, so, sagen wir das mal so. Das ist unglaublich praktisch, wenn man nur Bücher verzaubern will. Weil dann kann man die Bücher untereinander nochmal verzaubern dann. Und muss sich nicht mehr stundenlang mit verzaubern aus. Weil ich meine, jeder kennt das glaube ich. Wenn man einmal anfängt zu verzaubern, dann dauert das Stunden, bis man alles hat, was man braucht. Und das ist einfach auf dem Level, auf dem wir hier spielen, nicht mehr tragbar. Ich meine, ich spiele fast 1000 Folgen Minecraft. Ich kann mich jetzt nicht jedes Mal hier noch herstellen und noch 3 Stunden lang irgendwie Bücher verzaubern. Ich kann schon, aber ich will nicht. Ich wollte gerade sagen, du kannst schon, ne? Da bist du jetzt also hier am Minecraft zocken. Genau. Hast du dagegen toll. Oder was? Ja, ich wollte jetzt mit dir eine Runde LOL zocken. Geht, können wir gleich machen nachher. Ich will aber erstmal hier die Leute, die Minecraft sich gewünscht haben, zufriedenstellen. Zufriedenstellen! Gleich nachher. Ja, also, ich hab bis halb zwei ungefähr hab ich Zeit. Ja, ich auch. Halb zwei mache ich auch Schluss. Läuft das doch. Gut. Dann gehen wir ganz kurz mal zurück und tun mal die verzauberten Bücher. Jetzt müssen wir nämlich zum Amboss gehen und die verzauberten Bücher miteinander verzaubern. Ist ein bisschen Rennerei, aber im Endeffekt ist es 10-mal weniger Arbeit, als wir es normalerweise hätten. Von daher, seid glücklich! Ja, ich habe früher schon Clash of Clans gespielt, Alter. 20 Zuschauer gehabt, dachte ich auch so, what the fuck? Noch nicht schlecht. Ja. Ja, da wollten sie, dass ich FNAF spiele und der eine wollte mir sogar das Spiel kaufen. Was sollst du spielen? Five Nights at Freddy's. Ah. Der eine wollte mir sogar extra das Spiel kaufen, damit ich spiele. Ja, es kostet ja nicht gut, viel. Wer zu viel Geld hat, ne? Ja, prinzipiell ist es ja so auch gedacht mit den Spenden. Also es ist ja, existiert ja die Möglichkeit bei Twitch zu spenden. Auch ich habe diesen Link eingearbeitet. Und wenn jemand sowas unbedingt haben will, dann ist sowas prinzipiell möglich. Ich kann mir ja nicht, ich kann mir ja nicht immer jedes Spiel, was gewünscht wird, sofort kaufen. Das ist ja auch ein bisschen kostet ja nicht Geld. Ich wollte gerade sagen, würde ein bisschen aufs Geld gehen, ne? So.
So, jetzt schaue ich gerade, was ich verarbeiten kann. Autsch! Die Spinne mal aus der Farm ausbrechen, ist ein bisschen suboptimal, eine gute Stunde Rüstung habe. Die Jugend zwar reparieren können, fällt, sehe ich gerade. Glück des Meeres, Schärfe, Wasserläufer. Ich habe schon Wasserläufer 3 auf meinen Schuhen, von daher ist es egal. Wasserläufer? Kannst du jetzt über Wasser laufen? Nee, da bist du im Wasser schneller. Ah, okay. Kriegst du Wasser normal, ist so einen kleinen Geschwindigkeitsabzug. Das verringert sich dadurch dann. Bei Level 3 kriegst du leider gar keinen Abzug mehr. Ja, praktisch. Glück 3, Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Achso, das ist meine Spitzhacke. Ich dachte gerade, hey, was ist das für ein geiles Buch? Ich habe einfach so viele Bücher und alle sind geil, aber keins lässt sich miteinander kombinieren. Deswegen nehme ich die Bücher und bringe sie jetzt einfach mal hoch. Was soll ich sonst tun? Was soll ich denn sonst damit tun? Ich weiß es nicht. Ich habe allein, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Es ist wirklich so, wenn man dafür, dass ich so viele Jahre Let's Played habe, ich glaube, es macht sich bezahlt gerade bei Twitch. Allein heute habe ich schon wieder 10 neue Follower gehabt oder so. Ja. Ist auf jeden Fall, da weißt du wenigstens, dass du alles richtig machst und dass du nicht irgendwie Scheiße laberst oder du hast ja auch so eine gewisse Rückmeldung in dem Sinne sogar, wenn du viele Follower bekommst, weißt du, okay, anscheinend ist es doch irgendwie nicht ganz so schlecht, was du hier gerade tust. Weißt du Bescheid? Ist ja alles irgendwo eine Rückmeldung. Auch wenn du Follower verlierst, ist ja alles eine Rückmeldung. Auch, ja. Obwohl, das sieht man bei Tischler gar nicht so. Du merkst ja immer nur dann irgendwie, okay, da fehlen 2, 3. Aber auch, aber es ist gar nicht so, so extrem bei Twitch wie bei anderen Spielen, muss ich gestehen. Zum Beispiel habe ich innerhalb der 1,5 Jahre, die ich jetzt nicht mehr gestreamt habe, 2 Follower verloren. Okay. Ja, ne? Die Leute haben halt einfach gedacht, er macht weiter. Er macht weiter. Ich habe es ja auch 1000 Mal angekündigt, ich mache weiter, sobald ich kann. Aber es ging halt einfach nicht. Ich hatte einfach nicht die Möglichkeiten, das Internet dazu. Jetzt habe ich es wieder, jetzt geht's weiter. Würde ich halt ausprobieren und zwar, bin ich eigentlich auch mal hier folgen. Du folgst mir gar nicht. Crap 125, Braystar Ari. Ah, schön. All diese Ari-Mains. Wann habe ich hier so ein Swimmingpool aus Minecarts? Kennst du diese Kinderbäder? Oder? Ja. Und sowas aus Minecarts habe ich irgendwie so, weil ich einfach die Minecarts immer irgendwo stehen habe, wo ich sie nicht brauche. Oh ja, das kenne ich. Aber bei mir dann an irgendeinem Punkt auch. Also ich hatte dann am Anfang hatte ich 3 stehen und am Ende hatte ich 3 stehen und. Genau. Weil du steigst dann irgendwie da aus, dann läufst du irgendwo anders lang und dann stehst du wieder an der selben Stelle und hast es aber immer nicht mehr da. Ja. Ja, dann an einem Punkt habe ich auch mal mein U-Bahn-Netz, sag ich mal, weitergebaut, dann ging es so nach rechts oder so, ging es weiter, da hatte ich da noch eine Station, stand da auch noch auf Minecarts rum und